Wir wollen nun zeigen, wie man überprüft, ob eine Funktion injektiv oder nicht injektiv ist. Als Beispiel habe ich hier erstmal eine injektive Funktion. So, wir fangen also hier beim Nullpunkt an und überprüfen alle Funktionswerte, wie oft diese vorkommen. Der Funktionswert 1 kommt einmal vor, das kann man sehen, wenn man nach rechts geht. Der kommt nämlich hier nicht mehr vor. Genauso der Funktionswert 2. Der kommt auch nur einmal vor. Das kann man sehen, wenn man nach rechts geht. Da sieht man, der kommt nicht mehr vor. Die Funktionswerte zwischen 2 und 3 kommen gar nicht vor. Kann man sehen, wenn man hier nach rechts geht. Das macht aber nichts. Ist in unserem Fall uninteressant. Wir überprüfen hier nur Injektivität und keine Bijektivität. Die kommt später. Der Funktionswert 3 kommt auch nur einmal vor. Kann man sehen, wenn man wieder nach rechts geht. Kommt nicht noch einmal vor, sondern nur einmal. Die Funktionswerte 4 und 5 machen wir zusammen. Die kommen auch nur einmal vor, nämlich hier und hier. Wenn man nach rechts geht, sieht man das, dass sie nicht mehr vorkommen. So, wir haben also gesehen, dass die Funktionswerte immer nur einmal vorkommen. Und zwar haben wir das gesehen, indem wir immer nach rechts gegangen sind. Wir können also sagen, die Funktion ist injektiv. Jetzt kommen wir zum Gegenbeispiel, eine Funktion, die nicht injektiv ist. Die habe ich hier auf der zweiten Tafel. So, wir machen wieder den gleichen Test, fangen bei 0 an. Gehen wir mal nach 1. Die Zahl 1 kommt einmal als Funktionswert vor. Das kann man sehen, wenn man wieder nach rechts geht. Ist also noch alles in Ordnung. Aber jetzt, der Funktionswert 2 kommt mehrfach vor. Nämlich als Funktionswert von 1,8 ungefähr und als Funktionswert von 4. Also, sobald wir also eine Zahl finden, einen Funktionswert finden, nämlich hier den Funktionswert 2, der mehrfach vorkommt, ist die Funktion nicht injektiv. Das gleiche Ergebnis hätten wir übrigens erhalten, wenn wir von oben angefangen hätten. Da wären wir irgendwann auf die Zahl 3 gestoßen. Kann ich ja auch mal zeigen. Die Zahl 3 kommt hier als Funktionswert vor, aber hier nochmal. Und sobald sie wieder mehr als einmal als Funktionswert kommt, kann man sagen, die Funktion ist nicht injektiv.